Die Karriere begann eigentlich direkt bei uns. Mr. Baden-Württemberg wurde er in Karlsruhe. Dann Platz 4, Mr. Germany. Dann The Mole. Unglaublich erfolgreiche Projekte. Und die will er uns alle heute vorstellen. Bin froh, dass es geklappt hat. 84.000 Instagram-Follower und nach der Sendung sind es mit Sicherheit ein paar tausend mehr. Bei mir zu Gast Yves Unser, jetzt in der Martin Wacker Show. Die Martin-Wacker-Show am Sonntag mit prominenten Gästen. Meistens sind sie in der Region zu Hause und er ist ein Star aus der Region. Model und Life-Coach Yves Unser. Toll, dass es geklappt hat, Yves. Hallo. Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Yves, wie geht's dir? Du hast ja aufregende Wochen und Monate hinter dir. Erstmal Glückwunsch, frisch gebackener Papa. Ja, also mir geht's gut. Es wird immer besser. So die Nächte werden jetzt wieder länger. Sie waren kurz. Aber ja, der größte Job macht ja meine Frau. Von dem her alles gut. Aber es ist ein unglaublich schönes Gefühl. Jeden Tag macht sie andere Laute, lacht. Und ja, es ist ein schönes Gefühl. Und ihr seid auch schön zu Hause im Badischen, hier in der Nähe von Karlsruhe, im schönen Untergrombach. Wie hast du deine Frau, die Wienerin, ins Badische gelockt? Ja, sie hat ja alles aufgeben müssen. Da erstmal riesen Respekt und ich bin auch sehr, sehr dankbar. Wir haben davor ein Jahr in Wien gewohnt, weil sie kommt ja aus Wien. Und ja, dann war ja die Nachricht, dass wir Nachwuchs bekommen. Und da meine Firmen hier sind, war es halt dann naheliegend, dass sie dann kommt. Und sie hat dann gesagt, hey, gar kein Thema, sie kommt. Also es kam von ihr auch aus und deswegen bin ich ihr da mega dankbar. Hast du irgendwas, wo du sagen kannst, das Wienerische und das Badische, passen die irgendwie zueinander oder sind es ganz verschiedene Welten? Nee, tatsächlich. Also in Wien gibt es ja auch Baden bei Wien und es ist genauso aufgebaut wie Baden-Baden. Es war ja auch in der Schweiz gibt es ja auch noch ein Baden und es waren ja früher diese drei Metropolen, wo, glaube ich, die Reichen hingegangen sind oder die sich getroffen haben. Und deswegen gibt es da schon eine Verknüpfung, würde ich sagen. Und Baden-Baden heißt ja tatsächlich Baden-Baden, weil man es unterscheiden musste von den beiden Badens, die du erwähnt hast. Ja. Yves Unser, Baden, so Gast in der Martin-Wacker-Show. Gleich wollen wir noch ein bisschen besser kennenlernen bei unseren ziemlich berühmten 10 Fragen in 60 Sekunden. Gleich mehr auf der neuen Welle. Es ist Sonntag, prominente Gäste, spannende Gäste. Heute Yves Unser, Model und Life-Coach aus Karlsruhe. Yves, wir haben schon ein bisschen über die Region gesprochen, wollen dich natürlich auch nochmal mit deinem Bezug zur Heimat besser kennenlernen. Jetzt aber unsere traditionelle Fragerunde, die 10 Fragen in 60 Sekunden. Okay. Dein Sternzeichen? Jungfrau. Verliebt, verlobt oder verheiratet? Verheiratet. Beantwortet, ne? Und verliebt sowieso. Yeah. Deine Lieblingsfarbe, Yves? Oh, schwierig. Ich würde sagen Oliv und so Beige-Töne. Also, ja. Wenn Sie es im Radio hören, auf jeden Fall das Video angucken auf dieneuewelle.de, da werden Sie sehen, dass dieser Mann seine Lieblingsfarben auch trägt. Ja. Habt ihr ein Haustier? Ist dafür noch Zeit neben dem frischen? Ja, die Lina, so ein kleiner Baby-Chihuahua. Okay. Und am Anfang konnte ich mit diesem kleinen Hund nichts anfangen, aber jetzt habe ich es so ins Herz geschlossen. Das ist von meiner Frau der Hund und ich könnte sie mir nicht mehr wegdenken. Okay, sehr schön. Welches Poster hing bei Yves im Jugendzimmer? Was hing da? Ich glaube, Aaron Carter hing da mal. Aaron Carter? Ja, okay. Dann 50 Cent, das war später mal. Aber, ja. Waren auch optisch gewisse Vorbilder vielleicht dabei, ne? So zwischendurch mal. Also ich hab nur ein Vorbild, das ist mein Vater von Anfang an, weil das ist einfach mein Idol. Also ich habe sonst keine andere Vorbilder. Tolles Vorbild. Haben wir ab und zu mal in der Fragerunde, dass der Vater genannt wird. Klasse. Deine erste selbstgekaufte CD, welche Musik war deine Musik? Erste selbstgekaufte. Ich habe eigentlich immer alles gehört, aber ich glaube mich zu erinnern, da war doch mal dies mit den Schlümpfen, die wurde immer sowas gecovert haben, diese ganzen Radio-Musik, ich weiß gar nicht. Yves Unser und die Schlümpfe. Das ist auch, finde ich ziemlich spannend. Dann fragt mal der Papa Schlumpf weiter. Welches Buch hast du zuletzt gelesen? Wahrscheinlich geht es bei dir um Life-Coaching und solche Themen. Ja, The Power of the Heart. The Power of the Heart? Ja, sehr, sehr interessantes Buch. Ist auch mein Lieblingsbuch. Ja, das ist schon von vielen spirituellen Lehrern. Deepak Chopra. Ja, und da geht es halt einfach auch auf wissenschaftlicher Basis, was das Herz macht, warum das anfangen zu schlagen im Mutterleib, wann und ja, so Zeugs, was das Herz halt alles kann. Ja, Yves ist auch als Life-Coach unterwegs. Ganz spannendes Thema, werden wir später noch drüber sprechen. Wo geht es im Urlaub am liebsten hin? Gibt es ein Lieblingsurlaubsziel für die Familie?
Also ich gehe gern in die Sonne, aber ich gehe auch gern Skifahren. Also es ist schwierig zu sagen, aber Ibiza ist schon so mein Lieblingsort. Aber ja, es gibt Thailand, waren wir jetzt letztes Jahr über Silvester. Das also ist auch sehr schön. Die Sonne soll scheinen, das ist doch großartig. Genau. Du bist Badener und da gibt es sowohl Hausmannskost als auch die Gourmet-Tempel. Wo gehst du lieber hin? Ist es eher so ein bisschen die Kässpätzle oder geht es eher in Richtung Shishi? Naja, wenn es nach meiner Frau geht, ein Kässpätzle. Ja, okay. Schön. Das ist aus sie sagt hier in Deutschland, in Baden hat sie jetzt noch keine Kässpätzle gegessen, die so gut waren wie in Wien. Aber ja, ich mag Hausmannskost. Okay. Auch ja, ist ja ähnlich jetzt auch wie in Wien, weil da gibt es ja diese, wie nennt man das? Das habe ich vergessen. Ja, Hausmannskost. Also was Badisches kommt auch bei Yves. Genau. In Unterkrombach auf den Tisch. Gleich mehr, denn er ist Life-Coach und auch mit Ernährung hat er auch schon einige Ratgeber produziert und Ratschläge gegeben. Gleich mehr in der Martin-Wacker-Show. Martin Wacker schon am Sonntag mit Yves, unser Model- und Life-Coach aus Baden, aber würde sagen in ganz Deutschland, spätestens nach einer großen Fernsehshow und aber auch darüber hinaus sehr bekannt. Yves, bleiben wir noch ein bisschen bei der Heimat, bei den Wurzeln. Ja. Du bist in Karlsruhe lange zu Hause gewesen, aber gebürtig bist du nicht aus Karlsruhe. Nee, ich bin in Steinmauern aufgewachsen, also bei Rastatt, habe dann da auch meine Ausbildung bei Mercedes gemacht. Und dann bin ich nach Karlsruhe gezogen, in die Nordstadt. Dann war ich in Durlach, dann war ich im Ausland, in der Türkei, dann war ich in L.A., dann war ich in New York. Und ja, jetzt genug gereist, genug erlebt, jetzt Familie. Ja, ist jetzt wichtiger, das ist jetzt so der neue Lebensabschnitt. Und ja. Wir sind alle Untergrombacher stolz. L.A., New York, Untergrombach. Also das gefällt mir auch sehr gut. Untergrombach, ich habe gelesen, dass deine Frau sich auch wohlfühlt, weil sie da, wir wollen über die Heimat auch ein bisschen reden, ein Lieblingsziel hat. Diesen wunderbaren Berg, den es da gibt. Den Michaelsberg, genau. Ja, wir wohnen direkt da und ist einfach schön, sehr idyllisch, hat man eine schöne Aussicht und man kann da schön abschalten. Und mit der Kleinen laufen wir da auch immer hoch. Also landschaftlich kann dann die Region doch mit Wien ein bisschen mithalten zumindest. Ja, ich will sagen, es zieht mich immer in die Heimat. Also egal wo ich war, auch wie schön es war, aber die Heimat ist einfach die Heimat. Ja. Das hast du sehr schön gesagt und wir wollen gleich ein bisschen auf die Heimat eingehen, denn den ersten großen Titel als Model hat er auch in der Heimat geholt und zwar in Karlsruhe. Wo genau und wann das war, sprechen wir gleich drüber in der Martin-Wacker-Show. Yves, unser zu Gast in der Martin-Wacker-Show am Sonntag. Yves, wir haben ein bisschen über die Heimat gesprochen. Genau. Dich zieht's immer in die Heimat, hat mir sehr gut gefallen, das Zitat. Und du bist auch in der Heimat, ja, hast du den ersten großen Titel errungen. Genau. Auf der Offerta gab es eine große Wahl. Mr. Baden-Württemberg, wie kamst du drauf, dich da zu bewerben? Ich war auf einem Meet and Greet in Köln. Und da habe ich den Max kennengelernt, also der Sohn von den Klemmers. Und er hat gesagt, mach da mit, bewerb dich. Und dann habe ich mitgemacht und dann, ja, hat es geklappt, hat Spaß gemacht. Und dann habe ich den Titel geholt. Und ich war da, also ich kann mich noch auch ganz genau erinnern, ich konnte es erst gar nicht so fassen. Also es war so wirklich ein ganz besonderes Gefühl. Ja, deine erste Reaktion auf der Bühne war auch wirklich so, was wirklich, ne? Also du warst wirklich überrascht. Ja. Und dann ging ganz viel los. Man ist ja dann in diesem Mr. Baden-Württemberg, Vertrag drin, da müssen verschiedene andere Dinge noch gemacht werden. War das so der Beginn der Auseinandersetzung auch mit dem Thema Medien, Social Media? War das so der erste große Kontakt mit der großen Glamour-Welt? Würde ich schon sagen, ja. Da ging es dann auch nach Ägypten ins Mr. Germany Camp. Zum Mr. Germany hat es dann nicht gelangt. Platz vier, also doch sehr gut, ja. Ja, aber dann ging es weiter, dann bin ich in die Türkei. Dann hat es da angefangen mit Modeln und ja, so hat sich das dann hochgeschaukelt. Wer dich kennt, weiß, dass das mit dem Modeln dir eigentlich gar nicht in die Wiege gelegt war. Du hast gesagt, du hast bei Benz gearbeitet zunächst mal und dann warst du auch Fallschirmjäger und sogar in Afghanistan. Ich war nicht in Afghanistan, okay. Das liest man gerne falsch. Ich habe es selber gelesen, aber es war Einsatzvorbereitung für Afghanistan. Einsatzvorbereitung? Ja, also mein Zug, der ist dann auch wirklich nach Afghanistan gegangen. Aber ich habe meine 9 Monate gemacht und war dann fertig. Ja, aber das war vor Mercedes noch. Also aber vor meiner.
Der Fallschirmjäger braucht viel Disziplin, ist auch sehr körperlich, war das auch so eine Entscheidung. Man liest immer von dir auch, du musst sehr diszipliniert umgehen. Ja. Also hat das was dazu beigetragen? Hat dich das geprägt? Es war eine sehr geile Erfahrung und es hat mich auf jeden Fall geprägt, weil diese Disziplin, was du da lernst und dass du auch über deine eigenen, dass du dir selbst die Grenzen setzt, weil in der Rekrutenbesichtigung, wo wir 4 Tage durchmarschiert sind, es war kalt und alles und das hätte ich niemals gedacht, dass ein Mensch sowas leisten kann. Und das widerspiegelt sich in meinem ganzen Leben wieder, wenn du was anfängst, das auch durchzuziehen und auch 100% zu geben, auch im Training, in allem. Und würde ich schon sagen, also ich würde es auch jederzeit nochmal machen, aber halt auch nur die 9 Monate, jetzt nicht, also Krieg bin ich jetzt kein Fan, aber einfach so die Selbstdisziplin zu lernen und ja. Und diese Disziplin, diese Ausdauer, die vermittelt Yves auch vielen anderen Menschen, Model und Life Coach, so habe ich ihn angekündigt. Und das Thema Life Coach, da sprechen wir in der kommenden Stunde drüber, hier in der Martin-Wacker-Show mit Yves Unser. Die Martin-Wacker-Show auf der Neuen Welle. Yves Unser ist mein Gast. Wir haben ihn schon kennengelernt, ein junger Mann, der viel im Leben schon gemacht hat, viel ausprobiert hat und erfolgreich ist. Es gab eine Fernsehsendung, die natürlich dich auch unglaublich bekannt gemacht hat, noch zusätzlich, The Mole. Ja. Wer das verfolgt hat, du warst Finalist, hast im Finale dann nicht gewonnen. Ja. Martin Borgmeier war der Konkurrent. Ja. Aber da waren einige Challenges dabei, die ich ganz spannend fand. Am spannendsten fand ich die Fußball-Challenge. Mhm. Wer darf denn nach Argentinien und trifft dann noch Bossos? Ja. Was war deine Lieblingschallenge in The Mole? Meine Lieblingschallenge, das waren viele. Aber ich fand das mit den Pferden, also wo man die Rinder markieren musste, das fand ich irgendwie, das hat mir so viel Spaß bereitet. Also mein Vater hat Pferde, ich habe früher saß ich mal kurz auf dem Pferd und da saß ich auf dem Pferd und ich konnte es so leicht steuern. Das ging halt wunderbar und irgendwie hat mir das mega Spaß gemacht. Also ich habe da echt wieder Freude dran gefunden. Das war so mein Highlight eigentlich. Also naturverbunden auch ein Stück weit, tierverbunden. Mhm. Die Fußball-Challenge hat mich natürlich angesprochen, nach Argentinien dürfen und Fußballfragen lösen. Bist du auch ein bisschen Fußballfan oder ist das was, für was du keine Zeit hast? Ich habe dich auch im Argentinien-Trikot mal gesehen. Ja, also Fan jetzt nicht, also WM schaue ich schon. Mhm. Ich habe auch früher mal Fußball gespielt, aber nicht wirklich jetzt, sage ich jetzt mal, hoch oder erfolgreich. Mhm. Und ja, habe auch die ersten 3 Torschüsse, also die ersten 2 habe ich bewusst versemmelt, aber der 3. der ging dann auch nochmal drüber, weil ich wollte auch den Verdacht auf mich lenken und ja. Aber mit Bosch war es auf jeden Fall cool, war die sind super. Challenge. Ja. Und für The Mole im Finale hat es nicht ganz dann für den Sieg gereicht. Zunächst hast du gesagt, du bist gar nicht so enttäuscht, es war eine Wahnsinnserfahrung. Aber wer deinen Ehrgeiz kennt, ein bisschen gewurmt hat es dich dann doch, oder? Klar, also ist ja auch menschlich, aber es hat so sein sollen. Ich meine, diese paar Sekunden, was er schneller war und dann auch noch diese Frage, dass ich meine eigene Frage selbst falsch beantwortet habe, dass wie viel Joker der Maul im gesamten Spiel hat und ich tippe auf mich und das war die Frage, wo falsch war bei mir. Das ist halt, keine Ahnung. Also ihr wart hat so sein sollen. Eigentlich gab es 2 Sieger und du warst auf jeden Fall auch Sieger im Sinne von Popularität, weil dich das natürlich in der Öffentlichkeit noch populärer gemacht hat. Populäre Persönlichkeit, wir wollen über Social Media auch reden, denn auch da ist Yves ein richtiger Star. 84.000 Instagram-Follower, was das mit einem macht, hören wir gleich in der Martin-Wacker-Show. Am Sonntag gibt es spannende Gäste. Yves Unser ist definitiv ein spannender Gast. Geboren in Rastatt, lange in Karlsruhe gelebt, jetzt bei Bruchsal zu Hause. Besser geht's gar nicht für uns. Und du musst dich in einem kleinen Spiel stellen. Entweder oder Fragen aus der Redaktion, die sind manchmal ein bisschen knifflig für dich, musst dich dann für eine Sache entscheiden, wir lernen dich dann auch ein bisschen besser kennen. Okay. Das ist unsere Absicht. Okay, Yves, deine erste Frage darfst du aus unserer Lostrommel ziehen, ich lese dir vor. Okay. So, Yves, wen würdest du lieber interviewen, Gott oder Teufel? Gott, ganz klar, Teufel. Brauchen wir nicht. Nee. Bist du ein gläubiger Mensch? Bist du ein gläubiger Mensch? Was heißt gläubig? Ich glaube ans Universum und ich glaube auch, dass es eine höhere Macht gibt. Gott kann sich jeder selber definieren, wie er möchte. Ich glaube halt auch an uns. Wir haben sehr viel Potenzial. Und für mich ist Beten auch so eine Art Visualisieren. Alles, was man visualisiert,
wird irgendwann wahr. Gedanke versetzt, Glaube versetzt Berge und Gedanken werden zur Realität. Das ist einfach für mich Fakt. Und Beten hat was von Meditieren auch. Wie wichtig ist bei dir auch das Thema Meditieren, zu sich kommen, auch für das Thema Kraftaufbau und mit dem Körper selbst ins Reine zu kommen? Spielt das eine Rolle bei dem, was du den Menschen auch beibringst? Ganz, ganz wichtig, weil Meditation ist mein Ausgleich. Ich merke, wenn ich mal eine Weile nicht meditiere, weil gerade in dieser ganzen oberflächlichen Welt, im Modeln, dies, das, brauche ich einfach den Ausgleich. Und ja, da ist Meditation einfach, ich sage es auch immer so, früher hat man den PC, wenn er sich aufgehängt hat, hat man ihn neu gestartet. Und das ist eigentlich auch Meditation. Wenn er sich aufhängt, wir sind so reizüberflutet von allem, einfach mal wieder zu sich finden und dann funktioniert auch alles wieder viel besser. Exit-Knopf drücken. Genau. Ja. Yves, eine Frage hast du noch frei. Mal gespannt, was als zweites auf dich zukommt. Manchmal sind die auch ein bisschen kniffliger. Okay, schauen wir mal. Gespannt. Yves, entweder lieber eine Weltreise machen oder Urlaub immer nur am gleichen Ort verbringen. Das ist ja ganz klar. Lieber eine Weltreise. Lieber eine Weltreise, Mann. Also nicht immer unter Krombach. So toll ist es dann auch wieder nicht. Die Heimat ist ja gut, immer da sein. Aber ja, die Weltreise, die man muss einfach immer was erleben. So, also so bin ich halt. Ich will am liebsten alle Länder bereisen und meine Erfahrungen da machen, andere Kulturen kennenlernen. Und das Modeln führt dich auch ein Stück weit auch durch die Welt, ne? Genau, auch Jobs im Ausland. Ja, habe ich schon ein paar Sachen gesehen. Spannend. Yves Unser, zu Gast in der Martin-Wacker-Show, gleich mehr. Am Sonntag sitzen Sie beim Frühstück. Wir haben spannende Gäste. Yves Unser in der Martin-Wacker-Show heute zu Gast. Wir haben vorhin ein bisschen gesprochen über die Popularität durch The Mole. Ist da wahrscheinlich auch der Instagram-Follower-Spiegel stark nach oben geschossen? War das auch so eine Initialzündung? Auf jeden Fall ist es hochgegangen, aber jetzt nicht so wie erwartet. Also Fernsehen ist jetzt auch nicht mehr so, wie es früher mal war, durch das ganze Netflix und so. Früher, wenn du da in der Show warst, dann ist es ja explodiert. Ja. Aber es hat auf jeden Fall an Reichweite gebracht. Also 83.000 oder knapp 84.000 Instagram-Follower sind zum heutigen Tag. Ich habe extra nachgeschaut. Yves, da kommen natürlich auch Verlockungen, weil so Instagram-Stars kriegen dann noch Angebote. Kannst du nicht mal dieses Getränk in die Höhe halten oder sagen, ich bin in diesem Hotel und liege auf der Liege von dem Hersteller mit dem Handtuch. Wie gehst du damit um? Also ich würde mich selber jetzt nicht als Influencer bezeichnen. Also ich bin da auch so reingerutscht einfach und ich will auch nicht da überwiegend Werbung machen. Ich kriege die Angebote, aber ich mache dann auch wirklich nur das, was mir wirklich gefällt. Weil es soll auch authentisch sein. Ich will es auch authentisch rüberbringen und ich will nichts empfehlen, was ich nicht selber gut finde. Und ja, mir war es am Anfang auch wirklich immer ein ganz komisches Gefühl, so selbst in die Kamera zu reden. Also das musste ich mir auch aneignen. Aber ja, hab's gelernt. Kommt also anscheinend gut an. Der Kanal wächst und wächst. Und dass das eine oder andere dann doch öffentlich wird, dafür hat Yves selbst gesorgt. Mit einer Hochzeitsüberraschung, die wirklich ganz spannend anzuschauen ist. Da sprechen wir gleich drüber in der Martin-Wacker-Show. Es ist Sonntag, die Martin-Wacker-Show auf der Neuen Welle. Yves Unser ist unser Gast. Wir haben gerade gehört, 84.000 Instagram-Follower. Da ist man schon ein Mann der Öffentlichkeit. Und vieles, was bei dir passiert, ist natürlich dann inzwischen auch in den diversen Online- und Print-Klatschspalten zu lesen. Ja. Eine Sache hast du sehr öffentlich gemacht, aber auch auf eine fantastische Art und Weise. Nämlich die Art und Weise, wie es zur Heirat, zur Hochzeit kam. Wie kamst du auf diese verrückte Idee? Ja, also vor Corona wollte ich einen Antrag machen und ich wollte immer schon was ganz Besonderes bieten. Und dann war Corona, dann konnten wir ja nirgends hinfliegen. Eigentlich wollte ich mit ihr nach Dubai fliegen. Und dann war ich mit meinem besten Kumpel, also auch mein Trauzeuge, der Simon, saß ich in Karlsruhe beim Essen. Und dann kam mir irgendwie auf die Idee, warum eigentlich einen Antrag machen, wenn man nicht gleich heiraten kann? Ja, weil sonst macht man einen Antrag, dann dauert es immer ein Jahr, dies, das. Und mein Motto ist ja immer, entweder ganz oder gar nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist eine geile Idee. Ich plane das schon alles. Ich plane das einfach als Shooting, weil ich hatte schon öfters mal ein Hochzeitsshooting mit ihr. Dann fällt es nicht auf. Sie kann ihr eigenes Kleid aussuchen, was sie auch wirklich will. Und es war eine Herausforderung, weil gerade mit der Vaterschaft dann zu planen, hey, wie ist es dann zu früh, wann kommt das Baby, weil das wusste man ja auch noch nicht.
Und passt es dann überhaupt, wenn die Kleine da ist? Mhm. Ist ja alles ein organisatorischer Aufwand. Mhm. Und natürlich auch, ich weiß, Frauen wollen ihre Hochzeit immer selbst planen. Mhm. Das war so der einzigste Knackpunkt auch, wo ich gedacht habe, ich so, oh, aber ich habe gedacht, nee, egal, ich ziehe es durch und mache das. Also aus dem Hochzeitsshooting wurde die tatsächliche Hochzeit. Yves, Hand aufs Herz. Also wenn man sich das anschaut, war sie sofort ja und glücklich und alles. Und gab es dann so ein, zwei, drei Tage später mal den Satz, ach Schatz, ich hätte mir eigentlich schon gewünscht, dass ich mit Ed entscheiden könnte, wie die Servietten am Tisch aussehen. Also gab es mal so ein, gab es eine Ansprache? Nee, also sie war sehr, sehr zufrieden, wie ich alles auch, ich habe ja auch alles nach ihren Farben, nach ihren Wünschen. Ich weiß, sie mag Gold und Weiß und das ganze Zeug. Und ich habe ja auch gesagt, das habe ich auch davor immer schon, dass wir zweimal heiraten, einmal noch in Wien, also ihre Heimat, und das darf sie dann planen. Mhm. Also habe ich da auch schon ein bisschen vorgesorgt, dass da, ja, dass da nicht so Unmut entsteht. Also, eine tolle Geschichte auf jeden Fall. Das Ganze war ja dann auch tatsächlich für die Menschen zu sehen, zu erleben. Ja. War dieser Schritt für dich schwer oder hast du gesagt, nee, das ist so klasse, das möchte ich den Menschen auch zeigen? Ja, ich habe da kein Problem damit. Mhm. Es war jetzt auch nicht von Anfang an geplant. Das kam dann einfach auch kurzfristig. Eine Woche davor hat dann RTL zugesagt. Mhm. Aber unabhängig davon, ich hätte es so oder so durchgezogen. Mhm. Ja, und als ich dann den Antrag gemacht habe, ich habe mir so eine geile Rede vorbereitet, aber ich konnte dann gar nichts. Also ich bin dann auch in Tränen ausgebrochen. Also es überkam mich und das war bis jetzt eigentlich nur zweimal im Leben, also bei der Geburt meiner Tochter und jetzt, dass ich einfach... Das sind die richtigen Momente. Ja. Das sind die richtigen Momente, Yves. Und ja, diese Hochzeit ist wirklich schön anzuschauen. War in Wien auch österreichisches Fernsehen dabei oder habt ihr das ganz für euch gemacht? Das kann man dann nächstes Jahr darüber reden, wenn sie dann alles plant. Mal gucken, was sie dann... Ist dann im Heurigen. Ich wundere der Martin Wackerschuh. Dieser Mann war nicht nur Fallschirmjäger, Einsatzplanung für Afghanistan, Mr. Baden-Württemberg, Platz 4 bei Miss Germany und dann auch noch bei The Mole im Finale. Nein, er ist auch als Life-Coach unterwegs. In der kommenden Stunde sprechen wir darüber in der Martin-Wacker-Show. Die Martin-Wacker-Show auf der Neuen Welle. Unter der Woche müssen Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, müssen dran glauben. Bei meinem persönlichen Lieblingsspiel. Jetzt die Promi-Ausgabe mit Yves Unser von Stadt, Land, Quatsch. So, Yves, du bist bereit. Habt ihr das zu Hause ab und zu mal gespielt, Stadtland, Fluss? Ja, haben wir schon. Also, früher als Kinder. Du bist geschult. Auf der Urlaubsfahrt. Auf der Urlaubsfahrt. Genau. 13 Stunden nach Italien, da muss man das spielen. Genau. Okay, Yves, dein Buchstabe wird sein das R, wie Rosalie. Okay. Wenn du was nicht weißt, einfach weiter sagen. Okay. Ja, und fünf richtige gibt es die wunderbare Kaffeetasse. Ich würde sagen, wir legen los mit einer Stadt. Rastatt. Ein Land. Russland, Rumänien. Ja, ja, zwei schon. Ja. In der Küche, ein Gegenstand in der Küche oder was zu essen? Rübe. Ach, wunderbar. Eine Sportart. Rugby. Ein Mordwerkzeug. Ein Mordwerkzeug. Ach. Da kennt er sich nicht aus mit Mordwerkzeug. Machen wir weiter, oder? was macht keinen Spaß mit R? Rauswurf. Rauswurf, sehr gut. Das war noch innerhalb des Klingels und ich habe fünf richtige gezählt. Puh, hast es geschafft. Ja. Mordwerkzeug mit R. Das ist immer die Stelle, wo ich sage den Menschen zu Hause, rätselt mal mit. Überlegt euch ein Mordwerkzeug mit R. Wir lösen es dann nach zwei Musiktiteln hier auf der Neuen Welle. Yves Unser, der Martin Wacker Show. Mordwerkzeug mit R. Jetzt kamen wir drauf. Rugby-Schläger. Ja. Wäre so einfach gewesen, aber... Yves, waren fünf richtige. Die Tasse darf mit nach Untergrombach. Sehr geil. Ja. Dann trinke ich meinen schönen Tee daraus. Trinkst du auch Tee? Ja. Und wenig Kaffee? Ja, ich habe jetzt vor kurzem habe ich gesagt, ich will kein Koffein mehr trinken, weil ich bin fitter ohne Koffein. Wahnsinn, wir haben was gemeinsam. Ich habe auch vor 4 Monaten Kaffee trinken eingestellt. Okay. Fühle mich viel besser. Ja, so. Ist echt so, gell? Ja. Brauchen keinen Koffein. Genau. Das ist so ein schöner Übergang, als hätten wir es geplant zum Thema Ernährungsratgeber. Du hast dich mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt und bist da auch aktiv. Was machst du genau bei dem Thema Ernährungsratgeber? Also ich war mal bei 95 Kilo und dann habe ich gesagt, hey, bis dahin nicht weiter. Mhm. Und es war auch ziemlich genau nach dem Bund, da habe ich dann zugelegt. Und ja, dann habe ich mich informiert. Das fing an mit einer Wette mit einem Kumpel damals. Da haben wir gesagt, hey, in 2 Wochen habe ich 10 Kilo abgenommen.
Und da ging es noch um 50 Euro. In zwei Wochen? Genau. Dann habe ich 3 Stunden Sport am Tag gemacht. War nicht gesund, um Gottes Willen. Mhm. Aber da war wieder die Disziplin und der Ehrgeiz da. Mhm. Und dann habe ich es auch wirklich geschafft. Klar, ungesunde Weise. Mhm. Und dann habe ich mich aber mehr mit dem Thema auseinandergesetzt, habe viele Bücher gelesen, habe auch an mir selbst experimentiert, verschiedene Diäten, habe nur Fett und Eiweiß gegessen mal eine Zeit lang und ja, bin aber zu einem Entschluss gekommen, dass einfach ein bewusster Umgang mit Ernährung das zielführend ist. Man soll sich wohlfühlen, man soll keine Zwänge haben, man soll nicht leiden. Und ja, damit fahre ich am besten und das möchte ich halt eben, meine Erfahrung möchte ich halt auch eben anderen mitgeben. Habe jetzt meine eigene Online-Coaching-App, Your Life. Die ist ein ganzheitliches Coaching, weil ich gesagt habe, hey, es hat ja einen Grund, warum man zunimmt. Es beginnt ja alles im Kopf. Und deswegen wollte ich alle Aspekte ansprechen, Meditation, Affirmation, Dankbarkeit, Visualisierung. Also ein Vision Board ist auch in der App, wo man seine eigenen Träume und Ziele definieren kann. Und mir ist halt auch wichtig, dass man immer wieder erinnert wird, dass man immer wieder jeden Tag etwas macht. Man muss nicht alles machen, aber immer etwas, weil irgendwann wird es zu Erfolg. Ja? So funktioniert es einfach mit allem. Koffeinverzicht, möchte ich nochmal darauf einsteigen. Ja. Verzicht auf ein Gift im Grunde genommen. Alkohol ist ein Nervengift. Ist das auch etwas, wo du sagst, Alkoholverzicht ist auch wichtig, in dem, wie du ein Leben oder ein gut gesundes Leben planst? Also ich sag's so, die Dosis macht das Gift. Alkohol, klar, ist nichts für den Körper. Aber wenn man mal ein Glas Rotwein trinkt und es eben bewusst macht, dann ist das auch okay. Der Körper, der kann so viel leisten, der steckt auch so viel weg. Es ist halt immer wichtig, dass es im Ausgleich ist. Ja? Also wenn ich jetzt auch mal einen Snickers esse, mache ich auch, ja, gerne. Aber dann versuche ich auch wieder das auszugleichen, dass ich am nächsten Tag dann wieder gesund esse oder im Allgemeinen halt, ich sage auch so, ich ernähre mich 80% vegan, aber ich möchte mir halt eben auch nicht verbieten, wenn ich jetzt mal in Argentinien bin, mit Bossos und dann argentinisches Rindersteak essen möchte. Gutes Stück Fleisch. Genau. Gutes Stück Fleisch. Ja. Snickers ist auch möglich, auch das Glas Rotwein, das sind die guten Nachrichten am Sonntagmorgen, aber es gibt gleich noch ein paar schlechte Nachrichten. Welches Trainingsprogramm muss man abliefern, um dann tatsächlich auch Life-Coach ist das eine, Model ist das andere, als Model wirken zu können. Das will ich mal ein bisschen raushören gleich in der nächsten Gesprächsrunde mit Yves Unser. Die Martin Wacker schon mit Yves Unser, der hat uns ein bisschen Mut gemacht. Also man darf mal ein Snickers essen, ein Glas Rotwein trinken, aber für die Modelkarriere reicht es wahrscheinlich trotzdem nicht. Ich vermute mal, trainieren ist wichtig, Sport ist wichtig. Wie viele Stunden am Tag, denn es ist dein Beruf, planst du dafür ein, deinen Beruf auszuüben und auch dann so auszusehen täglich, wie du aussehen musst? Also ich habe meine App Your Life so optimiert, dass man eben im heutigen Alltag, wir haben wenig Zeit, es wird immer weniger Zeit, aber trotzdem haben wir alle 24 Stunden am Tag. Mein Training ist einfach High-Intense-Training, 20 Minuten sage ich reicht und den Puls schön hochbekommen und dann brennt man auch bis zu 48 Stunden nach. Also man muss nicht 2 Stunden im Fitnessstudio sein und ich kenne es halt, weil ich viel in Hotels bin, dann auch nicht ein Fitnessstudio immer parat war, dann habe ich mit meinem eigenen Körpergewicht trainiert und das ist das, was ich halt in meiner Coaching-App auch vermittle. Und bei dir selbst, reicht das bei dir auch, was die Coaching-App dir sagt oder musst du ins Studio gehen, musst du mehr machen? Nee, das reicht. Das ist... Also ich gehe auch ab und zu mal ins Studio, wenn ich Bock habe, aber wirklich, wirklich selten. Gerade jetzt auch in der Corona-Zeit, wo dann auch die Fitnessstudios zu waren, ich komme super zurecht mit meinem eigenen Körpergewicht und also, ist auch viel effektiver. Der Mann ist der beste Beweis, dass diese Fitness-App offensichtlich ausreicht. Also mal reinschauen und wir haben noch eine Gesprächsrunde. Da möchte ich ein bisschen in die Zukunft blicken, frisch gebackener Papa. Ja, was bringt das Papa-Sein an Berufsplänen noch mit sich? Vielleicht gibt es da neue Ideen. Reden wir gleich drüber in der Martin-Wacker-Show. Die Martin-Wacker-Show auf der Neuen Welle am Sonntag. Wir haben ganz spannende Gespräche geführt. Über alle Themen hinweg mit Yves Unser. Ein Star aus der Region, Model und Life Coach. Und haben viel gehört, was du aktuell machst. Bist als Geschäftsmann eben auch erfolgreich. Das Baby ist ziemlich frisch auf der Welt. Jetzt geht es so ein bisschen in die Zukunftsplanung. Die Corona-Zeit ist noch da, aber wir sehen ein bisschen Licht am Ende des Horizonts. Was sind die nächsten Projekte, die nächsten Pläne? Wo sieht man dich? Also ich habe 2 Firmen, die mir sehr wichtig sind. Einmal meine Jeans-Brand, Yves Cello, mache ich mit meinem Geschäftspartner, dem Angelo, und eben die App, die Your Life App. Und da ist
auf die Idee bin ich auch mit meinem Geschäftspartner gekommen, dass wir eine Software entwickeln, dass andere Fitness-Coaches ihre eigene App im App Store und Google Store entwerfen können. Das ist so dieses White-Labeling-Projekt gerade, was dann bald rauskommen wird. Das ist dann wie ein Baukastensystem, seine eigene Webpage zu erstellen, aber seine eigene Coaching-App. Mhm. Ja, nicht nur im Fitnessbereich, das ist dann, kann man auf alle Bereiche duplizieren, sage ich jetzt mal. Und das war die letzten 1,5 Jahre eine sehr schöne Entwicklung, also diese Seite auch mal kennenzulernen, sich da so reinzufuchsen. Und auch die Testversion ist meine App. Und das war ja auch schon immer mein Herzensprojekt, dieses zu vermitteln. Aber ich habe gedacht, hey, warum nicht dieses Projekt anderen Coaches auch anbieten zu können, um denen ihr mehr Reichweite zu bekommen und das mit einer einfachen Art und Weise einfach zu erstellen. Also Ideen transferieren. Abschließende Frage, Yves. The Mole ist ein Fernsehformat. Es gibt viele andere dieser Formate. Gibt es ein Format, wo du sagst, das schließt du aus für dich? Und gibt es ein Format, wo du sagst, das würde mich reizen? Also ich schließe sehr viele Formate aus. Es hat auch, ich habe auch immer zum Patrick gesagt, der wo mich auch zu The Mole gebracht hat. Habe ich immer zu ihm gesagt, ich will was Seriöses, ich will nicht irgendwie so Trash-TV. Und dann kam The Mole und habe gesagt, genau das ist es. Okay. Und Let's Dance würde ich gerne machen. Okay. Dann wissen wir schon, was ausgeschlossen ist, das Dschungelcamp. Aber ja, auf keinen Fall. Let's Dance ist drin. Und wenn das klappt mit Let's Dance, kommst du einfach nochmal, dann reden wir über das Tanzen. Genau. Okay. Ja. Schön, dass es geklappt hat, Yves. Alles Gute für die Family, für dich persönlich. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Das war Yves Unser in der Martin Macker Show. Bis nächste Woche.